Herzlich willkommen. Es war vor wenigen Stunden, dass der neue Sportdirektor des SK Rapid präsentiert wurde. Und ich habe jetzt die große Freude, dass ich mit ihm ein ganz kurzes Interview führen kann, dass er sich ein bisschen den Rapid-Fans einmal vorstellen kann. Helmut Schulte, herzlich willkommen beim SK Rapid. Dankeschön. Die erste Frage: Wann war das erste Aufeinandertreffen und wie ist es dann in Folge zu den Gesprächen bzw. zu den Hearings gekommen? Ja, ich bekam einen Anruf eines Mitarbeiters, genau von Stefan Ebner, der mich relativ direkt fragte, ob ich Interesse hätte, zu einem Gespräch nach Wien zu kommen, weil man einen neuen Sportdirektor sucht. Und dann habe ich relativ zügig gesagt, ja, ich habe im Moment nichts anderes oder nichts Besseres zu tun. Und dann war das, glaube ich, innerhalb von 4 Tagen, dass es dieses Gespräch gab. Und das habe ich dann in der Untersuchungskommission sozusagen mit der Untersuchungskommission geführt. Und ja, irgendwann habe ich dann auch den Anruf bekommen, dass nach dem ein oder anderen Gespräch, wo es um wirtschaftliche Dinge ging, ja, genau, den Anruf bekommen, dass man sich für mich entschieden hätte. Und das war, glaube ich, am Dienstagabend während des Spiels Schalke 04 gegen Mainz 05. Ich gehe aber davon aus, dass der Helmut Schulte nicht zu Hause gesessen ist und gewartet hat, dass ein Angebot von Rapid kommt in den letzten Monaten und Jahren. Was hat der Helmut Schulte in den letzten Jahren gemacht? Ach, was habe ich gemacht? Also meine ganze Karriere ist voll von unterschiedlichsten Erfahrungen im Profifußball. Das ging los mit Jugend, Nachwuchs, Co-Trainer, Cheftrainer, 5 Jahre in der ersten Bundesliga. Dann habe ich ein bisschen umgesattelt, habe bei den Medien mal gearbeitet, für Premiere, für Sat.1, in den Pausen zwischen den Engagements. Und dann bin ich Manager geworden beim VfB Lübeck, dann wieder bei St. Pauli Manager, weil die meinten, ich sollte jetzt, nachdem man mich als Trainer nicht mehr gebraucht hat, als Manager zurückkommen. Und als das dann auch vorbei war, das sind halt immer Episoden, rief Rudi Assauer von Schalke 04, ob ich da den Nachwuchsbereich und das Scouting betreuen wollte. Habe ich dann insgesamt 10 Jahre gemacht und nach diesen 10 Jahren, dann war es auch gut. Dann bin ich wieder zurück zum FC St. Pauli als Sportdirektor. Da sind wir glücksgeschick in die Bundesliga aufgestiegen, leider wieder abgestiegen, allerdings mit einem wirtschaftlich sehr guten Ergebnis. Und dann war es wieder so, dass man sich auch getrennt hat, dass es vielleicht für beide Parteien besser war. Und dann habe ich ein bisschen an meinem Buch geschrieben. Und jetzt kam dann, als ich auch gedanklich und vom Kopf her wieder bereit war, was Neues zu machen, passgenau der Anruf aus Wien. Wohnsitz ist in Hamburg. Wie schwierig ist es für den Familienmenschen, Helmut Schulte, den Wohnsitz zu ändern? Eigentlich ist es gerade eine gute, günstige Gelegenheit. Meine Tochter studiert, ist also nicht mehr permanent zu Hause in Hamburg. Mein Sohn macht jetzt Abitur, wird im nächsten Jahr auch irgendwas unternehmen, sodass wir dann hier, meine Frau und ich, nach Wien überwechseln können, ohne unsere Destination in Hamburg natürlich aufzugeben. Wie stellt man sich jetzt den Beginn des Sportdirektors Helmut Schulte bei Rapid vor? Echter Beginn ist eigentlich schon heute, ein intensiver Tag, aber echter Beginn ist im neuen Jahr, 2. Januar. Was wird passieren? Wie geht man an die Sache heran, dass alles so schnell wie möglich funktioniert? Ja, dann könnte man jetzt sagen, man fängt an, hektisch irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Das ist nicht so richtig meine Welt, sondern ich muss jetzt erstmal ein bisschen schauen, ein bisschen mich orientieren. Das fängt heute schon an mit den Gesprächen mit dem Nachwuchsmanager, mit Carsten Janka, und geht gleich weiter mit den Gesprächen mit Peter Schöttl, um sich einfach mal kennenzulernen, vertrauter zu werden und natürlich innerlich auch in die Themen einzusteigen. Aber es bedeutet im Grunde genommen erstmal gucken, zuhören, sich einen Überblick verschaffen, und dann geht es Schritt für Schritt dann gemeinsam erstmal Entscheidungen zu treffen, die ich dann immer mehr übernehme in diesem Personalverantwortungsbereich, was die Kampfmannschaft betrifft, Scouting betrifft, aber auch natürlich die Verantwortung für die Nachwuchsabteilung, für die Akademie in Zusammenarbeit mit Carsten Janka. Es gab heute bei der Pressekonferenz eine ganz interessante Aussage. Da gab es 3 Vereine. Könnten Sie die noch einmal wiederholen? Es gab Bayern, es gab Schalke, es gab St. Pauli. Genau, und die verbunden und verknüpft mit dem SK Rapid. Und das sieht dann so aus, ja, wie kennen Sie oder was wissen Sie von Rapid? Eigentlich ganz einfach.
Das ist einmal die Erwartungshaltung wie bei Bayern München. Das ist die Leidenschaft und die Tradition wie bei Schalke 04. Aber das alles bei einem Etat vom FC St. Pauli. Alles klar, dann sind wir aber schon klar bei der Zielsetzung. Was erwartet sich, was wünscht sich der Sportdirektor in seiner Funktion? Was soll ihm ganz schnell gelingen beim SK Rapid? Also ich habe da irgendwie so ein komisches Ziel mal definiert. Und das ist unabhängig von Tabellenplätzen oder unabhängig von Pokalen und Meisterschaften. Das ist eigentlich ganz einfach. Das heißt, immer das nächste Spiel gewinnen. Immer das nächste Spiel gewinnen. Das als Ziel ist, glaube ich, total schlau und vernünftig. Ja, weil es ja von mir ist, kann es ja nur schlau und vernünftig sein. Aber das ist eine gute Herangehensweise. Ich will damit vermeiden, dass sich Frustration auftut. Und wenn man sich Ziele setzt, die man schon, was weiß ich, nach 5 Spieltagen oder 7 Spieltagen aus dem Auge verliert, dann ist die Frustration unwahrscheinlich groß. Natürlich ist doch das Ziel eines jeden Sportlers, jedes Spiel zu gewinnen und so erfolgreich zu sein und Pokale und Titel und Meisterschaften und Europapokalqualifikationen und die Champions League zu gewinnen. Das versucht doch jeder Verein, das versucht doch jede Mannschaft. Da muss ich doch nicht durch die Gegend quatschen. Also so erfolgreich sein, wie es eben notwendig ist, aber ohne mit unrealistischen Zielen durch die Gegend zu hoppeln, wo dann, wie gesagt, nur Frustration entsteht. Ist Helmut Schulte ein patriarchischer Sportdirektor? Ich glaube, da ist unser Präsident eher ein Patriarch, als Helmut Schulte ein patriarchischer Sportdirektor ist. Ich will hart sein, aber gerecht sein. Das ist so ein bisschen meine Haltung im Profifußball, aber ich gehöre auch zu den Menschen, die lieber langfristig mit anderen Menschen zusammenarbeiten und nicht pausenlos die Pferde wechseln. Das kann ja auch mal ein Konzept sein, aber das ist nicht mein Konzept. Mein Konzept ist Kontinuität, weil jeder wird in seinem Job, je länger er ihn macht, besser. Das ist meine Überzeugung. Jetzt geht es um die Fans. Rapid hat ein unglaubliches Fanpotenzial. Viele, viele tolle Rapid-Fans, viele, die ins Stadion kommen. Ich habe ein bisschen nachgelesen. Dresden, St. Pauli, eine ganz besondere Fanszene. Zieht es den Helmut Schulte immer dorthin, wo das Fanpotenzial ganz interessant ist? Ja, es wird jetzt augenscheinlich. Da ist ja dann Schalke noch dabei. Auch Lübeck hat eine gewisse Tradition. Ich glaube, die sind auch mal deutscher Meister geworden. Muss aber ganz im Nebel der Vergangenheit irgendwo gewesen sein. Ja, es kann sein, vielleicht ist es kein Zufall, ich will das nicht beurteilen, müssen wir vielleicht mal einen Soziologen dran tun, der sich da Gedanken macht, aber es ist natürlich viel, viel schöner bei Vereinen zu arbeiten, wo der Fußball gelebt wird, wo Fußball geatmet wird, wo eine Tradition da ist. Das führt dann natürlich auch zu Leidenschaften und die Leidenschaften schaffen ja mal Leiden, wie wir so schön wissen. Also das sind alles Dinge. Ich bin froh, dass es mir vergönnt ist, bei solchen Vereinen, die jeder irgendwie sympathisch findet, manchmal polarisieren die Vereine natürlich auch, arbeiten zu dürfen und freue mich jetzt auf diese neue Herausforderung in einem anderen Land, in einer anderen Stadt, die ich noch gar nicht kenne. Und ja, bin aber guter Hoffnung bei allen Gesprächen, die ich jetzt geführt habe und bei den Menschen, die ich bisher kennengelernt habe, dass das auch eine gute Geschichte wird. Jetzt Hand aufs Herz, Sie haben 3 oder 4 Spiele jetzt von Rapid gesehen. Wiener Neustadt war auch dabei, das letzte Spiel. Wie ist der Eindruck von der Mannschaft? Ja, was ich gesehen habe, ist eine junge Mannschaft, eine talentierte Mannschaft, auch eine engagierte Mannschaft, aber auch eine Mannschaft, die natürlich Spiele verlieren kann, was das Normalste im Sport ist, was es gibt. Das sollten nur nicht zu viele sein. Und ja, ansonsten wäre es total blauäugig von mir oder auch anmaßend von mir, da weiteres drüber zu sagen, weil da sollte man dann lieber den Peter Schöttl fragen, weil der kennt die Mannschaft in- und auswendig und der weiß genau, was er von ihr erwarten kann und was er von ihr nicht erwarten kann. Also mir hat das Spaß gemacht, dazu zu gucken, weil ich auch ja, interessiert bin und auch viel Spaß habe, wenn ich junge Spieler sehe. Nicht, dass wir die Alten nicht brauchen würden. Nein, nein, so soll das auch nicht missverstanden werden. Also es muss schon eine gute Mischung sein und das sah von der Mischung her ganz gut aus. Und wenn man mal die Punkte sieht, ist es ja auch gar nicht so schlecht. Abschließend eine Frage, die jetzt ganz weg ist vom Fußball. Heute haben mich sehr viele Rapid-Fans schon angesprochen, haben gesagt, Andi, tolle Entscheidung vom Verein Helmut Schulte. Hat keiner angerufen und gesagt, meine Güte. Bis jetzt noch nicht. Und die haben dann gesagt, sie haben gegoogelt, sie haben bei Wikipedia nachgeschaut und ja, tolle Stationen, aber ein Wahnsinn, der Orkan Kyrill,
Hat sich der Helmut Schulte verändert, wie sein Leben nur mehr auf einen ganz dünnen Faden gehangen ist? Es gibt ja bestimmt auch mehr Menschen, als man denkt, die solche Erlebnisse, solche einschneidenden Erlebnisse, wo es um Leben und Tod geht, gemacht haben. Also ich glaube, dass die meisten sicherlich ihre Rückschlüsse daraus gezogen haben. Wenn man mal merkt am eigenen Körper, wie schnell es zu Ende sein kann, dann hat das Auswirkungen auf das, was man weiterhin denkt und was man weiterhin fühlt. Und dann hat das auch Auswirkungen auf das Leben, was man fühlt. Bei dem einen vielleicht mehr, bei dem anderen vielleicht etwas weniger. Ich habe viele Dinge durch diese intensive, kurze und schwierige Erfahrung gemacht, habe das auch verarbeitet, das ist jetzt 5 Jahre her. Ich bin dadurch sicherlich noch etwas gelassener geworden, auf jeden Fall, und bin mir über die Endlichkeit des Lebens viel, viel bewusster als vorher. Das wird man vielleicht auch, wenn man etwas älter wird, aber das sind alles so Dinge, die mich so ein bisschen verändert haben, aber wer den Helmut Schulte vor dem Unfall gekannt hat, der wird bemerkt haben, dass er sich nicht wesentlich verändert hat. Ich sage Dankeschön für das Interview, freue mich auf eine tolle Zusammenarbeit und wünsche frohe Weihnachten und alles Gute beim SK Rapid im Jahr 2013. Dankeschön. Das kann ich genau so zurückgeben. Dankeschön.